Hi, Sandra Sherman hier von Guitar Versum. Heute dreht sich alles um Saitenziehen, auf Englisch String Bending genannt. Ich zeige euch, wie ihr die richtige Tonhöhe trefft, zeige euch die richtigen Techniken dahinter, gebe Tipps und Tricks zu Bend, Release, Double Bend, Pre-Bend und Ghost Bends. Und gehen wir's an. Wir beginnen mal mit der Technik fürs Benden. Dafür nehmt ihr den Daumen und gebt ihn oben drüber. Ist ganz wichtig, nicht total, sondern einfach ein bisschen einklemmen. Wir wollen so tun, als würden wir eine Zitrone auspressen. Allerdings gehen die Finger nicht nach innen, sondern nach oben. Also, wir brauchen Gegendruck. Den erzeugen wir mit dem Daumen, sonst zieht ihr ins Nirvana. Dann nehmt ihr, der Ringfinger ist meistens der bendet. Dann nehmt ihr noch den Mittelfinger dazu und den Zeigefinger. Ich lege mich da mal hin wo bin ich, 9. Bund, G-Seite. Die G-Seite ist leicht zu ziehen. Klemme mich hier richtig ein. Wichtig ist auch, dass diese drei Finger hier ganz rund, gebogen, krumm sind. Nicht flach, sonst flutscht euch die Seite beim Benden gleich wieder weg. Dann schlagt ihr rechts die Seite an. Daumen hakt ein. Und jetzt mit so viel Druck und Geschwindigkeit, wie es geht, nach oben ziehen lassen. Das Ganze findet nicht langsam statt. Das ist nicht, sondern ein schneller Bend. Schaut mal genau auf meinen Puls oder wie das auf Deutsch heißt. Jetzt nicht. Auf das Wrist, auf das Armgelenk, genau. Und das bewegt sich nach oben und ein bisschen nach links. Ich schau mal, dass wir das besser in die Kamera kriegen. Genau. Ich mache es mal in Zeitlupe. Ja. Ganz schnell nach oben. Jetzt müssen wir natürlich noch genau wissen, wohin wir ziehen wollen oder müssen, damit wir nicht die Katzen der Nachbarschaft vor unserer Haustür stehen haben mit unseren Gehäule. Und das funktioniert so. Wir ziehen meistens zum nächsten Skalenton hin. Dann müsst ihr wissen, wo der ist. Das kommt auf die Skala an. Das ist meistens ein Halbton, ein Ganzton und in der Pentatonik haben wir auch Dreierabstände, also eineinhalb Ganztöne oder drei Halbtöne. Das muss man üben. Das ist auch auf jeder Gitarre ein bisschen unterschiedlich. Kommt auf die Saiten an, auf die Mensur. Wir wollen mal versuchen, einen Halbton zu ziehen. Ich bin immer noch am 9. Bund der G-Seite. Und jetzt will ich auf den 10. Bund hinziehen, das ist ein Halbton, damit ich mal weiß, wie der überhaupt klingt. Ich muss ja vorher wissen, wie der klingt, sonst kann ich den Ton gar nicht treffen. Spiele ich beide an, den 10. Bund, die Zieltonhöhe, die spiele ich immer mit dem kleinen Finger vorher mal kurz an beim Üben. Dort will ich hin, den merke ich mir. Und jetzt ziehe ich. Bis ich dort bin. Das kann man am Anfang beim Üben mit einem langsamen Zieher machen. Aha, da bin ich. Das sollte dann aber schnell gehen, weil Zieher normalerweise, wenn es nicht irgendwelche Pink Floyd Effektbands sind, sind die immer schnell. Also ich bin immer schnell auf dem Ton drauf, ja. Also es geht, den Ton höre ich dann gar nicht. Ups, das war zu viel. Das übe ich mal. Dann gehe ich einen Ganzton, weil brauche ich ja auch des Öfteren mal. Da, den merke ich mir. Ein bisschen bin ich noch drunter. Und dann schnell. Am Anfang kann ich das, wie gesagt, langsam üben. Ah, hier bin ich. Und jetzt schnell. Der Zieher ist in Realität fast immer schnell, ein schneller Bend, wie gesagt. Und der Dreier, jetzt wird es schwierig, macht das mit der G-Seite, das ist wirklich leichter zu ziehen. Genau, da bin ich. Also da will ich her. Und da muss ich schon wirklich anreißen und sehr schnell agieren. Ja? Damit ich weiß, wo ich hin muss, kann ich am Anfang, wie gesagt, langsam hin.
Aber wenn man langsam zieht, kann es einem auch passieren, dass einem die Saiten unter den Fingern durchflutschen. Jo, das übt ihr also. Und das macht ihr auf den hohen drei Saiten. Weil meistens ziehen wir die höchsten drei Saiten. Die E-Saite ist die dünnste und ist am schwersten zu ziehen. Das muss euch ein Physiker erklären. Das liegt irgendwie an der Tension, an der Spannung, die hohen Saiten haben. Das heißt, hier ist ein Dreierband schon recht schwierig. Dann auf der B-Saite, da wird schon schwierig. Ja, also auf den hohen drei Saiten üben. Ihr schaut euch eure Skala an. Am Anfang ist das oft die Pentatonik. Und dann zieht ihr auf den nächsten Skalenton, der dort vorkommt. Das heißt, ihr müsst euch das nächste Pattern anschauen. Wo ist dort der nächste Ton? Und dort müsst ihr hintreffen. So, jetzt unterscheiden wir zwischen einem, ich nenne das mal jetzt Ein-Note-Band und Zwei-Note-Band, Two-Note-Band. Bei ersterem, das hatten wir vorhin schon, ziehe ich auf die gewünschte Tonhöhe sofortamente. Ich höre also den Ursprungston nicht. Ich bin am 9. Bund der G-Saite immer noch und ziehe auf den 11. Dort bin ich sofort. Ich kann jetzt aber die Ursprungstonhöhe auch noch klingen lassen und dann erst den Bend machen. Jetzt habe ich zwei Noten. Ich zeige euch das jetzt gleich in der Notation, wie das aussieht. Der Ein-Note-Band sieht so aus. Der hat also nur einen Hals, Notenhals, weil es nur eine Note, nämlich die eigentlich, ja, der 11. Bund. Das andere sind zwei Noten, die hier, der 9. Bund, das E, und dann ziehe ich, und jetzt habe ich die zweite Note, also habe ich auch zwei Notenhälse, das ist wichtig, ja. Als nächstes am Programm haben wir den Release. Das ist das Gegenteil vom Bend. Ich bin also schon, ich habe gezogen, bin immer noch am 9. Bund. G-Saite, da bleiben wir jetzt auch mal. So, ich habe da hingezogen, ob schnell oder langsam, egal. Ich bin da jetzt oben. Jetzt will ich wieder runter. Das heißt, ich lasse die Saite im Prinzip einfach runter. Dafür ist ganz wichtig, dass du keine Millisekunde den Druck der linken Hand löst. Ja? Das muss also liegen bleiben. Sobald du auch nur ein bisschen nachgibst, ist der Ton weg. Ich liege zwar noch drauf, aber ich habe keinen Druck mehr drauf, dann ist der Ton sofort weg. Daran scheitern am Anfang viele. Das heißt, ich ziehe rauf und runter. Der Release selbst ist auch meistens schnell. Es gibt natürlich Effekt-Releases, da ist das dann langsam. Aber im Prinzip ist es schnell. Ich habe also zwei Noten. Wenn das erste ein schneller Bend war, ist es die erste Note der Bend und die zweite, das ist, als würde ich spielen. Nur, dass ich es mit Effekten mache, mit Bend und Release. Bend, Release. Zwei Noten, daher auch zwei Notenhälse. Ganz wichtig ist, vor allem wenn ihr verzerrt spielt, Wenn ihr den Release macht und ich mache hier in der rechten Hand keine Dämpftechnik, die ich euch gleich zeigen werde, dann reißt man sich so ein bisschen, man kommt ja auf der vorigen Saite, auf der tieferen Saite immer an, mit der linken Hand. In dem Fall ist es jetzt, ich spiele die G-Saite und wenn ich oben bin, berühre ich jetzt die D-Saite. Die liegt da, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, die berühre ich da. Und wenn ich jetzt den Release mache, dann reißt man die unabsichtlich so ein bisschen mit. Das lässt sich nicht verhindern. Dadurch habe ich immer so ein bisschen ein Geräusche. Und je stärker verzerrt das ist, desto stärker ist dieses Mitreißen. Da hast du dann plötzlich eine leere D-Saite mit drin im Akkord, was natürlich nicht im Ton, was natürlich nicht gut ist. Deswegen macht man jetzt Folgendes. Gehen wir mal auf die rechte Hand. Ich habe hier meinen Pick zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich ziehe die Saite an. Und was ich jetzt mache, bevor ich den Release mache, gehe ich entweder mit dem Pick in die D-Saite, also in die nächst tiefere, dort wo ich ankomme und die ich dann mitreißen würde, lege mich da oben hin
Und damit ist die jetzt tot. Die kann jetzt nicht mehr klingen, weil die halte ich ja gerade. Ja? Schauen wir mal, dass wir es ein bisschen besser sehen. Ich kann das auch machen, indem ich nicht drüber springe. Jetzt habe ich nämlich gerade Folgendes gemacht. Ich bin auf die D-Seite gesprungen und habe mich mit dem Pick da reingelegt. Damit ist die D-Seite tot und kann nicht mehr mitgerissen werden. Das ist aber ein Zusatzweg. Ist am Anfang einfacher, aber es dauert länger. Wenn man ein bisschen mehr bessere Feinmotorik hat, kann man das so machen, dass man einfach nur mehr umkippt. Oft kommt man dann am Anfang mit dem Pick leider auf der gerade gespielten Seite an und dann ist die wieder tot. Wir wollen ja nur die D-Seite tot machen, wenn wir die G-Seite spielen. Das heißt, ich schlage an. Ich muss mal schauen, ob ich das aus dem Winkel jetzt hinkriege, damit ihr das gut sehen könnt. Ich bende also. Jetzt will ich releasen und bevor ich release, drehe ich die Hand Richtung D-Seite. Der Pick ist aber in der Luft bei mir jetzt. Ja? Also ich mache das jetzt rein mit der Seite vom Daumen. Und jetzt kann ich runter releasen. Ohne die D-Seite habe ich hier mit dem Daumen quasi. Ich liege so mit der Seite drin. Ich mache also von hier nach hier. Und damit, ich brauche ja nur die D-Seite ganz leicht berühren und schon ist die tot. So, ich gehe mal wieder ein bisschen weiter weg, damit ihr beide Hände seht. So macht, das ist meine Technik. Jeder macht das ein bisschen anders, ja? Und du kannst auch drüber springen. Über die Seite. Ups, zuerst wenden. Über die Seite springen. Von oben mit dem Pick rein. Und jetzt releasen. Ist nur ein längerer Weg. Geht aber genauso. So, jetzt kommen wir zu den Spezialitäten-Bands. Als erster möchte ich euch zeigen, wie ihr auf zwei verschiedene Tonhöhen benden könnt, mit nur einem Anschlag. Ich gehe wieder zur G-Seite 9. Bund, da ist es gemütlich. Und ich ziehe zuerst auf den 11. Bund und dann noch auf den 12. Bund. Das heißt, wenn ich alles anschlagen würde, würde das so klingen. Ja, den ersten hören wir jetzt nicht. Ja, also wir sind gleich auf dem. So, ich schlage vom 9. auf den 11. Und jetzt ziehe ich noch ein bisschen auf den 12. Das heißt, wenn ich schon ziemlich oben bin, nochmal einen Push, als würde da wer draufklopfen. Ihr müsst wirklich dann nochmal anreißen. Die rechte Hand schlägt nur einmal an. Ich gehe also zuerst auf den 11. Bund und dann auf den 12. Schlag rechts nur einmal an. Ein weiterer Spezialband ist der Pre- oder Ghostband. Kommt ziemlich häufig vor, vor allem im Blues wird der häufig verwendet. Dabei ziehe ich die Seite vorher schon, deswegen Pre-Band. Also ich schlage ohne anzuschlagen. Ich ziehe die Seite aus dem Nichts heraus. Ich muss also genau wissen, wo ich hin will. Sagen wir, ich will vom 9. auf den 11. Bund. Dann muss ich jetzt, ohne dass ich angeschlagen habe in der rechten Hand, schon wissen, wie viel Kraft ich brauche, um dort ungefähr hinzukommen, also ungefähr ziemlich genau hinzukommen. Schlag dann auf die bereits gebändete Seite mit der rechten Hand an und release den jetzt. Der Pre-Bend ist also eigentlich immer eine Kombination aus bereits gebändeter Note und nachher kommt eigentlich immer ein Release, weil sonst macht der nicht viel Sinn. Könnte ich gleich die Note spielen. Das klingt so ein bisschen, als würde ich einswellen mit dem Volume. Das hat so ein, weil der Attack halt nicht so da ist. Also ich ziehe hin auf den 11. Bund. Könnt ihr beim Üben vorher schauen. Da wollt ihr hin. Okay. Jetzt schlägt er dort an. Auf gezogener Seite. Und wieder achten beim Release, dass die D-Seite nicht mitklingt. Zu guter Letzt zeige ich euch noch, wie Santana seine Saiten bändet, und zwar den Double Note Band. Dabei greifen wir zwei Saiten. Ich nehme hier mal wieder unsere G-Saite am 9. Bund und jetzt greife ich aber gleichzeitig den 7. Bund
der B-Seite. Diese zwei habe ich jetzt, die schlage ich auch mit der rechten Hand beide an. Und ich nehme meinen Mittelfinger zur Unterstützung zum Ringfinger hinzu, weil die G-Seite will ich jetzt ziehen. Die B-Seite ziehe ich nicht. Die bleibt auf der Tonhöhe und die G-Seite ziehe ich jetzt auf den 11. Bund. Und wenn ihr jetzt genau hört, der 11. Bund hier ist der gleiche Ton wie die B-Seite am 7. Bund. Das ist beides ein Fis. Das heißt, ich habe dann eigentlich zwei gleichklingende Noten. Wenn ich das jetzt ohne Band machen würde, würde das... Hört, meine Gitarre ist ganz leicht verstimmt. Aber genau das wollen wir dann auch, diesen leichten Verstimmungseffekt. Ja? Sonst, wenn das wie eine Note klingt, ist der Effekt dann futsch. Und das erreicht man durch dieses Bänden. Ich ziehe also die G-Seite am 9. Bund auf den 11. Bund von E auf Fis und habe damit zwei Fissen. Fisses. Two F-Sharps. So, das machen wir jetzt gleich mal. Schauen wir mal, dass ihr beide Hände in der Kamera habt. Und diesen leichten Vibrato-Effekt, den habe jetzt nicht ich erzeugt, das erzeugt sich von selbst, weil man ja nicht ganz genau dorthin zieht und dadurch stimmt die Note nicht haargenau mit der anderen Note überein. Das ist gewollt so. Ja, das war schlecht, weil jetzt habe ich die D-Seite mitgerissen. Schauen wir es uns ein bisschen näher an mit der linken Hand. Jetzt gibt es eine Sache. Ich habe hier kein Tremolo, absichtlich. Ich bin nicht so ein Tremolo-Fan. Mit Tremolos ist es ziemlich schwer zu ziehen, die Saiten verstimmen sich schnell. Das Tremolo muss wirklich gut eingestellt sein, damit das gut funktioniert. Dann passt das auch. Das Tremolo zieht die Saiten ja nach vor und dadurch verstimmt sich jetzt dann der Ton, der gegriffen ist, der nicht mitgezogen wird. Das heißt, ihr müsst dann da auch noch ein bisschen gegenziehen, damit die Tonhöhe ungefähr stimmt. Da müsst ihr ein bisschen probieren, wenn ihr ein Tremolo habt. Ja? Das heißt, da kann sein, dass ihr den Ton noch ein bisschen gegenziehen müsst, damit das dann ungefähr hinkommt. Ohne Tremolo ist es nicht so schwer. Ihr kriegt das immer, zwischen G- und B-Seite ist hier ein Zweierabstand. Denselben Toneffekt kriegt ihr auch, aber dort ist es schwieriger, zwischen B- und E-Seite. Da ist es ein Dreierabstand, aber das liegt daran, dass die B-Seite anders gestimmt ist. Ja? Mit dem kleinen Finger könnt ihr auch probieren zu ziehen. Ich würde trotzdem mit dem Ringfinger macht man das meistens. Der hat mehr Kraft. Und der Mittelfinger wieder dazu. Viel leichter ist das natürlich hier. Und ihr könnt das mit dem Release verbinden natürlich. Diese Reibung, die da entsteht, ist absolut gewollt. Das macht, dass das so cool klingt. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat meine kleine Einführung in die Technik des Stringbandings, des Saitenziehens, gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte nicht vergessen, das Video zu liken, meinen Channel Guitar Versum zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!